also das, was man von Thomas Wernert lernen kann. Es geht in allen drei Stücken um Anfälligkeit für faschistoide Vorstellungen und um eine nicht nur latente, sondern auch offene Gewaltbereitschaft bei Figuren. Das sind Familienhöllen, also alle Figuren sind eigentlich zu höchst neurotisch. Und das politisch Brisante oder Spannende ist, dass Thomas Wernert aus diesen Neurosen heraus also eine Anfälligkeit für faschistoide Vorstellungen ableitet. Und das sind natürlich auch Stücke für Spitzenschauspieler. Und irgendwann habe ich gedacht, muss ich diesen tollen Autor auch mal auf die Bühne bringen. Na ja, zuerst mal habe ich natürlich gedacht, oh Gott, also dieser Preis gebührt wirklich nicht mir alleine. Also den müsste Karin Henke genauso bekommen, weil wir beide haben die Fassung so gemeinsam gemacht. Auf der anderen Seite habe ich mich wirklich schon sehr, sehr gefreut, weil extern wird man ja oft gefragt, Dramaturg, was sind Sie denn eigentlich? Also ich glaube, es gibt ja auch nur so ungefähr 1000 Dramaturgen in Deutschland. Ist ja ein seltener Beruf. Und ein für die Öffentlichkeit oft unsichtbarer Beruf. Mein Name ist Rita Thiele und ich bin Dramaturgin.